So, und da sind wir wieder zurück bei Leisure Suit Larry 7. Und nun sollten wir wieder zurück auf dem richtigen Spielstand sein. Also ich habe zumindest wieder dahin zurückgespielt. Wie wir sehen, fehlt nur noch die Kochmeister. Warum ist der bestgekleidete Mann? Ach ja, ich habe mich bei dem bestgekleideten Mann noch nicht hier vorne eingetragen. Moment, da machen wir das schnell noch mal. Lass mich mal. Ja, komm, ist okay, wir kennen das schon. Es ist aber auch blöd, wenn einem dann plötzlich der Spielstand da wieder kaputt geht. So. Ihre Punktzahl beträgt 100. Was? 100? Die höchste Punktzahl? Oh, cool. Du geiler Typ. Na ja, die Ironie. Du hast dich kein bisschen verändert. Und doch bist du jetzt voll auf der Höhe des neuesten Modetrends. Aber gib diesen Designern ein paar Monate, dann bist du bald wieder so unhip wie immer. Genau, das glaube ich auch. So, und jetzt müssen wir in die Kombüse. Da haben wir es. Achtung bitte. Denn hier gibt es den Cyberkäse 2000. Und Larry Leffer hat gerade den Unglücklicherweise ist das nicht der Mann mit einer Rekordpunktzahl von 100 Punkten gewonnen. Benutzen venezuelanische Bibermilch. Nochmal, Larry. Dir fehlt was. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Nein, dir fehlt eine entscheidende Zutat, um Käse machen zu können. Oh. Das wäre? Wir haben Milch. Das geht doch nicht. Nochmal, Larry. Ich wünsch... Nein. Oh. Okay. Mir fehlt ja anscheinend echt noch was. Okay, dann ist ja doch mehr falsch, als ich dachte. Also, anscheinend fehlt uns noch Limettensaft und den kriegen wir vom Barkeeper. Schauen wir mal, ob uns das hilft. Die stolzer kleiner Seemann-Lounge freut sich, Ihnen eine weitere Attraktion auf diesem unserem Schiff ankündigt. Danke, danke, danke. Immer mit der Ruhe, meine Damen und Herren. Schließlich habe ich ja noch gar nicht angefangen. Doch jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu tun, als endlich mit den Gags loszulegen. Wie erkenne ich Norbert Blüm, wenn der von Sicherheitsbeamten umringt wird? Ganz einfach. Ich rede das einfach Loch mit dem Loch in der Mitte. Den hast du schon Was mal gemacht. Was sage ich zu Hannelore, wenn wir unseren ehelichen Pflichten... So, dann unterhalten wir uns hier mit Johnson. Hey Johnson, ich bin's, Larry. Hey Mann, netter Fummel. Ein Cocktail? Gib mir, Ach, zeigen Sie es mir einfach auf der Karte. Einen von denen. Kein Problem. Hier, bitte. Mann! Ne? Vielleicht kann man es unter anderes eingeben. Limettensaft. Entschuldige mal, Johnson, aber ich hätte gerne ein Glas Limettensaft. Nein. Warum nicht? Wir können Limettensaft nicht einfach so ausschenken. Und warum das nicht? Weil er nicht auf der Karte steht. Ach, steht nicht drauf, was? Nee, und was nicht auf der Karte steht, schenke ich auch nicht aus. Nun, wie wäre es dann mit einem Limonen-Ricky, Johnson? Steht der auf der Karte? Ja, klar. Ein Limonen-Ricky. Kommt sofort. Aber lass den Gin weg, ja? Okay, jungfräulich. Aber lass den Soda weg, ja? Okay. Und lass den Zucker weg, ja? Okay. Und lass das Eis weg, ja? Sieh, Alter. Und das Ganze ein bisschen plötzlich, ja? Hier, ja, das schon ja, gemacht. Sticken Sie dran. Ja. Eins muss Bis später, lassen, Johnson. Schlau ist er. Ja klar, irgendwann. So, und Achtung, dann... Achtung bitte, eine Durchsage. Vielleicht klappt's jetzt. Der Gewinner des Wettbewerbs Verwöhne den Captain von voriger Woche. Möge sich bitte auf der Krankenstation melden. Ihr Befund ist da. Mal sehen. Etwas Bibermilch, einen Fingerhut Schimmel, frisch von der Duschwand gekratzt, eine Prise Salz und dieser Zitronensaft hier. Das klingt doch mal lecker. Et voilà, venezolanischer Biberkäse. Pff,
Puh, stinkt das Zeug. Ja, aber wir haben es jetzt. Und vielleicht reicht das jetzt schon, um in die Kochmeisterschaft zu gehen. Da, Kochwettbewerb. So, dann nutzen. Wenn du nur ein Rezept hättest und eine Küche. Oh, jetzt sag doch nicht, dass das noch nicht richtig ist. Vielleicht müssen wir das noch backen oder so. Nutzen im Biberkäse. Ah, überbackener Biberleskäse. So ähnlich wie überbackener Camembert. Oh, schade. Ach ja, wir hatten doch die Zeitung, glaube ich, ne? Wir hatten da irgendwie mal seine Zeitung mitgenommen. Da, lesen. Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Biberleskäse. Die Zutaten sind Bibermilch, natürlich ist die Milch des seltenen venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen, eine Prise Salz, Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann, und einen Hauch von Schimmel. Passt besonders gut zu... Ich weiß, zu Kumquats und Geokarpenfrüchten. Geo... was? Geokarp. Du weißt schon, Pflanzenfrüchte, die unter der Erdoberfläche reifen, gehören ja auf jeden guten Speiseplan. Alles klar? Larry, manchmal machst du mir richtig Angst. Aber was soll's, auf der Rückseite steht noch mehr. Mit anderen Worten, ich soll also nochmal klicken, um mir auch noch die Rückseite anzuhören? Ach, hör auf zu jammern. Hier, die Rückseite enthält das Rezept für venezolanischen Biberleskäse mit Kumquat-Quiche. Die Zutaten sind Biberkäse und eine in Scheiben geschnittene Kumquat-Orange. Ich nehme an, du willst den Rest genauso wenig hören, stimmt's? Sehr schön, aber damit haben wir schon mal alles Wichtige du stellst die niedliche kleine Küchenuhr auf exakt 55 Minuten ein, rührst die Kumquats in deinen Topf mit Biberleskäse, wirfst noch ein paar von den Dingen rein, die auf der Theke rumliegen, füllst das Ganze in eine saubere Backform und schmeißt es in den Ofen. Sehr nett. Okay, in eine Backform. So schlecht riecht das ja gar nicht. Von wegen. Und wie schlecht das riecht. Was ist denn hier plötzlich passiert? Das Huhn ist da, die Schlange ist da. Warum taucht jetzt dein Schwein in der Schlange auf? Künstlerische Freiheit. Was wollte uns der Künstler damit sagen? Jo, haben wir das Ganze jetzt? Inventar? Da. Kumquat Quiche, genau. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da nochmal Orgasmuspuder gab, das man auch drauf tun konnte. Das ist Gleitcreme. Ach so, dann habe ich das Orgasmuspuder wahrscheinlich doch noch nicht hier. Dann muss ich das mal abholen. Hehe. Wenn man denkt, man hat alles wieder hingespielt, da gibt es immer so Kleinigkeiten, die man vergisst. So, jetzt sollte es aber gehen. Dann tun wir jetzt auf den noch das Orgasmuspuder. Das hier sollte das Ganze ein wenig aufpeppen. So, sehr schön. Und jetzt sind wir bereit für den Kochwettbewerb. Und das machen wir auch noch in dieser Folge. Hier. Der die Zufallsdurchsage 22 aus dem Programm gelöscht hat, möge sich bitte sofort bei der Sicherheitsabteilung melden. Stolz stellst du der Jury aus anerkannten Küchenchefs deine optimierte Kreation zur Kostprobe vor. Punktekarte bitte. Danke sehr, Mr. Laffer. Nun, was haben wir denn da? Ich will das haben, was sie auch hat. Hey, warte doch nicht! Du verstehst die Natur nicht.
heißt massiv. Schau dir diese Punktzahlen an. Du hast gerade den Eindeutig haben wir damit gewonnen. Dann schauen wir mal, was noch fehlt. Ich glaube, wir haben doch jetzt alles. Eine Durchsage. Ja. Larry Leffer hat soeben den Kochwettbewerb mit einem neuen Rekord von 300 Punkten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Larry. Lass uns anbrennen. Dann schauen wir uns doch mal oben die Tafel an. Dann müssten wir eigentlich ganz durch sein. Ja, wir haben auf jeden Fall gewonnen. So, dann können wir uns doch bestimmt an der Kapitänskajüte hier zu schaffen machen. Sie ist verschlossen. Vielleicht solltest du mal klopfen. Ja, aber das machen wir dann doch in der nächsten Folge.